Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hallo! Diese Woche kommen die neuen Marken von Wii U-Titel Star Fox Zero. In diesem 3D-Shooter durchkreuzt du als Star Fox McCloud, als Fox McCloud das All. Dabei kannst du mit dem R-Wing durch die Mission düsen. Ja, mit was sonst, würde man mal fragen. Oder du nimmst dir die Gegner am Boden mit dem Walker vor. Ja, mit der Neuerung, die es da in dem Spiel gibt. Werden die Gegner richtig wuchtig, wird es Zeit für den Landmaster. Den Panzer, Aus dem Gamepad-Cockpit-Ansicht, aus der Gamepad-Cockpit-Ansicht kannst du perfekt zielen. Ja, wobei das Game ja doch relativ umstritten ist. Die einen mögen es, die anderen nicht. Und nebenbei unterhält sich dein Team mit Sticheleien, apropos Team. Da wäre Falco, das Pilotenass, such dir dein eigenes Ziel. Ja, würde Falco sagen. Schaffen mir die Kerle vom Hals. Slippy, achte auf ihn, okay? Der Techniker, der. Probiert, das ist aber keiner der Star Fox-Mitglieder. Und natürlich der aller altgediente Veteran Peppy. Ganz der Vater. Falsches Bild, Bobby. Ups, da ist mir wohl mein altes Lebenslauffoto reingerutscht. Verstehe. 9 Monate ist das her. Ich war so jung. Vielleicht ist das. Ist das mal. Was vergleicht das mal mit heute? Das hier ist der richtige Peppy. Er flog bereits mit dem Vater von Fox. Sie sind deine Gefährten im Star Fox Zero. Beschütze die Galaxie zusammen. Ja, Conaria und Co. Teammitglieder als auch Fahrzeuge bekommen eigene Marken. Zudem gibt es besondere Marken, um den aktuellen Titel der Serie zu feiern. Es gibt auch Marken mit klassischen Fox- und Spiegellogos für 6 ältere Titel. Also alles auf einmal. Fox sieht ziemlich flauschig aus. Ob das wohl sein Echtmodus ist? Fox sieht immer so aus, Bobby. Geh mit Fox auf die Reise und greif dir vielleicht auch ein paar Marken. Endlich, diese Woche gibt's das 6. Set Dankesmarken. Eine Marke ist mir, wenn du 1 Euro ausgegeben hast. Sie sind bis zum 19.08. um 4 Uhr erhältlich. Und hier unten auf der Erde gibt es Gratisrunden für dich als Dankeschön. Echt wahr, nicht, dass am Ende noch jemand fuchsig wird. Fuchsig werde ich vermutlich dann, wenn ich wieder mal extreme Fehlgriffe mache. Und nichts auf die Reihe bekomme. Das kann ja echt nicht wahr sein. Ja, letzte Woche habe ich gerade einen einzigen Set komplettieren können. Und ja, ich hoffe, dass es mal diesmal ein bisschen eher klappt. Wobei ich glaube, dass die Star Fox Sets auch nicht gerade einfach sind. Na gut, das sind Blöcke. Ich will schon gar nicht mehr wissen. Ich gehe mal weiter. Das sieht relativ machbar aus, dass man hier vielleicht. Ja, dass man hier vielleicht erst den Landmaster greift, dass dann halt hier die anderen Marken so ein bisschen nach rechts rutschen. Die schwierigsten Marken werden vermutlich die zwei hier sein. Gucken wir erstmal weiter. Das könnte ich mir auch vorstellen, wobei man natürlich auch immer wieder aufpassen muss, dass die Marken nicht hier zwischen den Lücken hängen bleiben. Und sorry, falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich bin etwas erkältet, mal immer, wie immer, er sagt verschnupft. Da ist die Nase so halb verstopft und man, ja, man kann nicht richtig reden. Noch weniger als sonst. Ja, das ist natürlich wieder schwer und einfach. Das könnte man sich auch gut vorstellen. Also entweder, dass man vielleicht das Logo hier greift und nach rechts hebt. Oder dass man hier vielleicht den Fox selber greift. Jetzt dürfte der übrigens aus Star Fox Adventures sein für den GameCube. Ein Spiel, was ähnlich aufgebaut ist wie ein Zelda. Also, dass man hier greift. Dass dann halt vielleicht das Logo ein bisschen nach rechts rutscht. Dass halt hier die Marken frei werden. Und dass man dann in der zweiten Runde hier reingreift, dass man hier den Fox greift, dass dieser Arwing nach unten geworfen wird und dass dann halt, ja, während hier Fox halt nach rüber gehoben wird, vielleicht das Logo mit nach rechts gehoben wird, also mit nach rechts gedrückt wird und dass man in der dritten Runde halt hier den Fox greift, damit man die ganzen anderen Marken hier bekommt. Theoretisch. Na, gucken wir erstmal weiter. Okay, das kennen wir ja auch schon. Hier ist wohl die schwierigste Marke wieder Fox hier in der Mitte. Das müsste der Fox von Star Fox Assault sein, oder? Oder vielleicht noch ein bisschen jünger? Naja, ich sollte einfach mal weiter gucken. Von Star Fox Guard auch die Roboter. Okay.
Liegt übrigens bei dem Spiel Star Fox Zero mit bei, wenn man die Day One Version kauft, irgendwie, keine Ahnung. Als Retail-Version. Also halt das Bündel mit dem Spiel, mit Star Fox Zero und Star Fox Kart, da ist das Spiel als Disc auf der. Also Star Fox Kart ist dann als Disc vorhanden und die einzelne Version ist halt zwar, hat zwar eine Retail-OVP, aber drin ist trotzdem nur ein DLC-Code. Das könnte man sich auch relativ gut vorstellen, dass man hier vielleicht so den Roboter greift, dass er dann ihn hier mit da rechts hieft. Vielleicht fällt noch das hier mit runter und dann hätte man mit zwei Runden würde man das hier schaffen, aber ich gehe mal eher von drei aus. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob man den Roboter hier bekommen kann. Oh, Fire Emblem ist wieder da. Aber, naja, ich bin nicht unbedingt so ein Freund von diesen Rundenmagen, ihr wisst es ja. Da habe ich keine Lust drauf. Hier fehlt uns hier immer noch, Gott, wie heißt der noch? Ich guck die ganze Zeit das Fire Emblem Let's Play vom Looks Like Link, aber die Namen kann ich mir halt trotzdem nicht merken. Celia oder so? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh, und von Zelda haben wir auch noch wieder was hier, die alten neuen Marken. Übrigens, das sind alles hier riesige Marken, also da könnte man einiges bekommen. Ja, ist echt die Frage, was ich denn überhaupt spielen werde. Das ist eine sehr gute Frage. Ja, hier fehlen uns leider auch noch ein paar, das haben wir mal gespielt gehabt. Das hier ist, ja, schwierig, weil man den Herzcontainer unten mit der Bombe nicht so leicht trifft. Hier fehlt uns auch leider nur diese eine Flasche. Am liebsten würde ich ja auch versuchen, hier reinzugreifen und dann die Flasche herauszuholen. Da war ich beim letzten Mal zeitraffermäßig faul, da hätte ich die eigentlich schon haben können. Hey, hallo Mario, was machst du denn hier? Ist da vielleicht irgendeines dabei, was wir vielleicht komplettieren könnten? Irgendwo, irgendwie? Ich glaube, der Panzer ist auch in anderen Marken drin. Hier wird vermutlich die wichtige Marke nur der Mario selbst sein. Wobei ich natürlich auch nicht weiß, ob ich zum Beispiel diesen Kran hier jemals gespielt habe. Das ist halt immer so die Frage. Weil hier sind alle Marken, wobei den Mario müsste ich vielleicht mal gegriffen haben. Irgendwo. Muss ich mal nachgucken. Und Splatoon ist auch wieder da. Ja, Splatoon hat auch leider ihr letztes Splatfest gehabt. Schade, schade. Und ich bin immer noch hinterhergerissen, weil ich spielen soll. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, mir vielleicht eins zu diesen Mario-Spielen, Mario-Marken hier zu greifen. Nun. Am liebsten würde ich hier direkt hier so in die Mitte gehen, dass ich hier diese Kanone greife. Aber dann bleibt natürlich die Frage, wann wollen wir uns den Mario holen und wann wollen wir uns das Sprungbrett holen. Der Mario ist leider so verbaut, dass man ihn nicht mit einem Versuch greifen kann. Würde ich sonst gerne machen. Ach ja. Soll ich das spielen hier? Dass wir da zumindest hier die Käfer bekommen. Und dass dann halt, ja, dass dann der Block, oder ich könnte vielleicht mit links Rechtsbewegungen arbeiten, je nachdem wie tief ich komme. Weil wir müssen ja den Mario irgendwie lockern. Wobei ich mir echt vorstelle, also die beste Möglichkeit, die beste Möglichkeit wäre halt wirklich, dass man irgendwie eine Marke nach unten wirft, dass Marke nach unten fällt, aber so wie ich mir das hier so angucke, wird vermutlich so gedacht sein, dass man halt hier so ganz knapp mit dem Kran reingeht, dass man den noch gerade so berührt. Nee, komm, ich spiele einen Kran, bei dem ich halt vielleicht mit dem Gedanken spiele, eine dritte Runde beim Training zu bekommen. Das wäre, glaube ich, besser. Dann spielen wir, am besten mal den Kran hier und gucken, dass ich, die 1000 Marken heute schaffe, wäre ja ganz schön, oder? Ich bin ein bisschen überlegen. Das Problem ist ja auch, dass, wenn ich ihn hier greife, dann wird er, also hier wird Horrorkick vermutlich nach unten fallen, dann wird er nach rechts fallen, wenn wir ihn greifen, dass er halt hier vielleicht irgendwas runterfällt und das stelle ich mir schwierig vor. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich will gerne auf Nummer sicher gehen irgendwo, irgendwas, irgendwie. Weil, ja, ich habe letzten Tag so oft gefailt, ich möchte irgendwas Sicheres machen. Wisst ihr was, dann spiele ich das hier und hoffe dann halt auf eine Gratis-Runde beim Training. So, wenn wir mal gucken, dass ich den vielleicht hier bekomme. Na, greifen die ja? Ach Mist, das Logo hat sich leider oben drauf gelegt. Ist das gemein. Aber da werde ich vielleicht mal gucken, dass ich vielleicht mit den Restbewegungen es wieder runterwerfen kann. Also, bis gleich.
Nee, Leute, das möchte nicht runterfallen. Das Einzige, was wirklich passiert ist, dass halt Fox in der Mitte, dass er so ein bisschen hin und her wackelt, weil er irgendwie von unten nach rechts gedrückt wird und von dem wieder nach unten. Dann, ja, war es das halt mit diesem Kran hier. Da sieht man es mal kurz, wie er dann rumwackelt. Das hatte ich jetzt schon ein paar Mal, aber das ja, passiert halt leider nicht. Und selbst wenn ich jetzt mal davon ausgehen würde, dass ich mir vielleicht jetzt hier den Arwing greife, dass halt, ja, wenn ich ihn dann halt richtig hebe, dass dann hier das Logo nach rechts hebt, dann brauche ich immer noch Glück, dass ich beim Training eine Runde bekomme, mindestens. Und selbst dann ist nicht gesagt, dass ich halt den Kran komplettieren kann, weil, ja, dann bleib, wenn selbst wenn wir den hier rausziehen könnten, bleibt dann der Fox übrig und dann bräuchte man wieder zwei Runden. Ah, wenn das Logo nicht oben drauf gelegen wäre, dann hätte ich es vielleicht versucht, aber so klappt es leider nicht. Ach man, schade, schade. Ja, ist natürlich die Frage, was spiele ich jetzt ansonsten mit nur einer Runde? Ach man. Hier brauchen wir gerade nichts zu versuchen, weil ja die Marke zu bekommen, brauche ich mindestens zwei Runden. Irgendwas, wo man halt vorbereiten kann. Oder eher gesagt, wo man etwas greifen kann, ohne dass man halt sich Sorgen machen muss für das nächste Mal. Schwierig, schwierig. Den Mario, wie gesagt, das bringt leider nichts. Weil selbst wenn man hingehen würde, dann würde jetzt wieder links und rechts Bewegungen machen, dann würde der Block vermutlich hier runterfallen. Aber der Pilz hier ist auch locker. Der würde halt dann immer weiter nach rechts rutschen und hier auf Mario drauf landen und dann hätte man auch wieder ein Problem. Und ich glaube, dass der Block hier auch fest ist. Sonst würde man ja sagen, gut, dann ja, dass die zwei Blöcke runterfallen und es ist ja draußen eine gerade Ebene. Also ich gehe mal davon aus, selbst wenn der fest ist, selbst wenn der locker ist, würde nicht runterfallen. Dass dann halt, ja, selbst wenn der Block weg ist, dass dann halt Mario trotzdem nicht zu bekommen ist. Nicht so leicht. Ich bin hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Oh. Okay. Natürlich auch lustig, wenn man halt hier den. Ich glaube, dann hatte ich den vielleicht sogar schon mal gespielt. Ja, dass halt hier mal eine Marke runtergefallen ist. Leute, sagt mir, was ich spielen soll. Ich weiß es doch nicht. Ja. Soll ich gucken, dass ich hier einen der Beetle greife und dann gleichzeitig versuche, den Mario runterzuwerfen? Dass man dann halt diese Koopa Shell in einem anderen Kran irgendwann mal bekommt? Aber die wichtige Marke wird vermutlich nur Mario sein in diesem Kran. Na komm, wisst ihr was? Machen wir es einfach. Machen wir es einfach. Was soll der Geiz? So, hol dir die Beetle. Na, Mario ist berührt worden, aber leider nicht. Wäre schön, wenn er jetzt die Beetle fallen lassen würde, dass er dann, ja, dass er dann auf Mario drauf fällt. Aber leider war das nichts. Ah, schade, schade. Gucken wir mal, ob im Training irgendwas klappt. Wenn nicht, dann, ja, dann war das halt nichts. Ja, es kann, halt immer, kann leider nicht immer so klappen, wie man sich vorstellt. Aber gut, es war mir schon fast klar, dass der Mario nicht runterfällt. Dass man hier halt wirklich so ganz knapp reingreifen müsste oder halt irgendwas drauffallen lassen müsste. Na, ja gut, immerhin. Großer Beetle und ein bisschen Star Fox. So, dann gehen wir mal zu unserem Training und gucken, dass wir da irgendwas bekommen. Nee, keine Marken, keine Routen kaufen. Ihr kennt mich ja. Mache ich ja nicht. So, lass uns unseren Training. Ist aber wieder schön, dass er vielleicht nicht einfach vorher sagen würde, ja, du hast ja noch das Training vor dir, mach das mal zuerst und danach kannst du dann immer noch Runden kaufen. Und es fehlen nur noch 4 Marken. Also wenn wir jetzt irgendwie, ja gut, ich werde heute vermutlich eh keine 4 Marken mehr zusammenbekommen. Es sei denn, ich würde in einen Zelda-Kran spielen und hole mir eine große Marke, aber das macht ja auch nicht viel Sinn. Uiui, das wird ja lustig mit den Blöcken hier. Hier ist heute Trainingskran-Spiel. Viel Spaß beim Üben. Hä, was? Hä? Was soll das denn? Normalerweise sagt er doch immer hier, ja, neue Marken zu Star Fox oder irgendwas. Was war das denn jetzt? Wie macht man üben? Ja gut, dann halt nicht, Bobby, dann halt nicht. Ich glaube, hier ist die beste Möglichkeit, entweder, dass man hier zuerst mal hier so reingreift, dass halt der Block umfällt, oder dass man vielleicht hier sich das Logo zuerst holt. Das ist natürlich die Frage. Wäre natürlich auch interessant zu wissen, ob man vielleicht hier den Block hier so greifen könnte, dass man ihn halt einfach nach mit nach rechts hebt. Und ja, wir sehen ja die Blöcke ein bisschen weg, dass man hier den Star Fox greifen. Wisst ihr was, ich hole mir einfach mal das Logo und guck dann einfach mal, was passiert. Na?
Nope, es klappt. Okay, okay, das fällt um. Aber mehr ist auch nicht passiert, okay. Na, ja gut, okay. Ja gut, dann probier es einfach mal aus, dass ich den Block hier vielleicht mal so greife. Vielleicht schiebt er den ja mit nach rechts. Und falls er ihn vorher fallen lässt, dann lässt er ihn halt vorher fallen. Ist ja auch nicht so wild. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir den Block bekommen. Na, ah, verdammt, das war nix. Ja, nee, gut, das war leider nichts. 1 Millimeter hätte gereicht und dann, ja. Nun, mal überlegen. Na gut, dann holen wir uns den, oder? Soll ich es vielleicht nochmal versuchen? Ach komm, wisst ihr was, ich versuch's nochmal. Ob ich einen Bonus bekomme, macht, hat ja nichts mit der Menge der Marken zu tun. Na komm. Bin ich mal gespannt, ob man den überhaupt hochheben kann. Na, schieb. Der lässt ihn vermutlich vorher fallen, oder? Na, schieb, 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 schieb. Ah, okay, gut. Okay, also es klappt. Also wie ihr seht, es funktioniert. Man kann den großen Block greifen. Und wenn ich jetzt Fox hier bekomme, dann habe ich zumindest noch eine Runde, um vielleicht noch ein paar extra Marken zu bekommen. Das ganz knapp die an die Wand dran. Na, ob das was wird? Na komm, hol ihn dir. Also den müsste er ja eigentlich haben. Na komm, 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 komm. Ja, sehr schön, alles klar. Gut, also man könnte grob sagen, diesen Kran könnte man auch mit 3 Runden schaffen, wenn es halt wirklich so klappt mit dem Block hier. Ja, dann werde ich am besten mir nochmal das Logo schnappen und das dann halt, ja, dass dann halt noch die restlichen 3 Marken runterfallen. Na, geht rüber. Es sah diesmal ein bisschen anders aus, also da hat den Block hier ein bisschen nach rechts geschoben. Ja, leider ist die untere Marke nicht gelockert worden, aber mal gucken. Na, komm, komm. Ja gut, okay, alles klar. Wir haben 1 Runde bekommen. Ja, nur leider bringt es nichts. Vielleicht kriegen wir ja einen Bonus. Vielleicht. Vielleicht. Na. Nee, leider nicht. Ja, dann würde es halt für morgen dann wieder was Passendes sein. Auf jeden Fall können wir jetzt noch 1 Runde spielen. Bin ich mal gespannt. So. Soll ich den Mario Kran nochmal spielen? Dass ich irgendwie gucke, dass ich diese Mario-Marke kriege. Irgendwie. Muss nur mal kurz gucken, wie ich überhaupt drankomme am besten. Weil so tief greift der Kran ja leider nicht. Gute Frage. Ich meine, die eine Beetle ist ja weg, deswegen überlege ich gerade, ob ich mir dann einfach die andere Beetle holen soll. Wobei natürlich dann noch die Frage wird, dass wenn wir dann die eine Beetle bekommen, ob Mario dann halt irgendwann mal auch gegriffen werden kann. Ach ja, am liebsten würde ich halt wirklich so knapp hier reingreifen. Oder sollte ich vielleicht wirklich versuchen, mal so knapp reinzugreifen, dass dann halt vielleicht der Mario trotzdem berührt wird. Aber ich glaube, der wird eher nach links geschoben, wenn ich hier knapp am Beetle vorbeigehe. Ach, ärgerlich. Aber gut, dann werden wir halt uns den Beetle schnappen. Und zwar so halbwegs knapp. Vielleicht berührt er ja den Mario noch, dass er ihn noch... Nee, er berührt ihn leider gar nicht. Ach, schade. Na gut, kann man nichts machen. Vielleicht... Wenn man sich mal überlegt, vielleicht könnte man jetzt, wenn man jetzt noch eine Runde hätte, mit links-rechts bewegen und diese beiden Blöcken hier nach links bewegen lassen, dass wenn die umfallen, dass sie vielleicht den Mario Roll nach unten werfen. Aber das ist halt auch nur Theorie. Ich hätte es vielleicht, hätte mir vielleicht zuerst diesen Beetle hier greifen sollen, das dann auszuprobieren. Aber es hat nicht sollen sein. Ja. Hat doch leider nicht für die 1000 Marken heute gereicht. Aber ja, morgen ist ja auch noch ein Tag. Ach ja, eine durchwaschene Folge. Ein bisschen was bekommen, aber nicht wirklich viel erreicht. So, aber ja, dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch wie immer schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ob ihr vielleicht einen Kran komplettiert habt. Ja, 3 Marken fehlen noch bis morgen. Vielleicht kriege ich sie ja morgen zusammen. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao. Nee, leider nicht.